Ja, hallo Leute und herzlich willkommen was heißt herzlich willkommen? Herzlich willkommen zurück beim Landwirtschaftssimulator 2013. Ja, ich habe mir ja gesagt gehabt, ich habe mir einiges vorgenommen. Wir haben gerade eben, beziehungsweise in der letzten Folge, das Feld zu Ende gesät, beziehungsweise was heißt wir, der Helfer hat es für uns getan, wie man sieht. Und wir haben uns was vorgenommen. Was haben wir uns vorgenommen? Wir haben uns vorgenommen, den Traktor hier zu schnappen. Ein bisschen zurück zu scrollen, mal in den PDA reinzuschnuppern und zu sehen, das Raps bringt uns Kohle. Wie viel Kohle kann ich euch gleich sagen? 1200. 1200 ist das meiste. In der Gaststätte, die befindet sich, muss ich mal eben gucken. Ah, die befindet sich immer wieder am Arsch der Welt. Aber das finden wir auch schon. So, die Gaststätte befindet sich bei Feld 7. Wir holen das Raps aus den Dings raus. Ja, da ist schon der Gockel und der Met schon wieder. Der Gockel, der ist die Frieda. So. Einmal komplett voll. Und jetzt fahren wir mal hinten rum. Wir haben uns einiges vorgenommen, denn wir wollen uns ja natürlich auch irgendwann mal neue Geräte leisten. Whoppala. Nicht Whopper Gundam Style, sondern Whoppala. Wir wollen uns auch irgendwann mal neue Geräte leisten können. Das heißt, wir müssen sparen. Das PDA, das stört doch schon irgendwie. Ich weiß jetzt, wo ich hinfahren muss. Ne, weiß ich natürlich nicht. Scheiße. Ranzoom. Hier einmal durchs Dörflein. Schaffe ich doch. Das glaub mal, das schaffe ich. Da kannst du mir vertrauen. Das machen heutzutage die Bauern auch bei uns hier in Hannover. Da kommt ein Auto. Auf einer Landstraße natürlich. Wie man es verstehen kann. Wir können auch mal uns die Biogasanlage ansehen. Fällt mir gerade so unterwegs ein. Die man natürlich nur aus den Landwirtschaftssimulator 2011 rauskennt. Beziehungsweise wir. Also ich. Simsalabim. So geht das. Aha, hier kann man wohl nur Füllstand. Raps wird hier nicht angenommen. Ich weiß, dass Raps hier nicht angenommen wird. Mais aber. Mais und Rasen. So, wir dürfen gleich den ganzen Weg auch zurückeiern. Ich hoffe, dass wir uns mal bald einen neuen Kipper holen können, damit wir besser transportieren können. Denn solange wir nicht kippen können, zehntausend, 11.000. Das heißt, wir könnten mal P drücken und uns mal die Kippe angucken. 11.000. Aber wir brauchen ja schon 21, 24.000, um diesen hier zu holen. Das heißt, wir warten noch ein bisschen. Aber was könnte man mit 11.000 denn Schönes holen? Noch so ein, Entschuldigung, aber hässlichen Kipper.
11.000, da kann man ja nicht wirklich viel holen. Man könnte sich ein Rasenmäher holen. Bringt aber auch noch nicht wirklich viel. Düngmaschine. Hoppala, jetzt habe ich mich aber erschrocken. Das brauchen wir auch nicht. Ja, wir könnten mal den Flug verkaufen, dann haben wir auch noch 10.000. Beziehungsweise den bringe ich persönlich mal beim Shop vorbei. Weil ich habe mitbekommen, wenn man die persönlich vorbeibringt, bekommt man mehr Geld. Wie viel Raps haben wir? Wir fallen jetzt mal einfach hier übers Feld. Wie viel Raps haben wir denn eigentlich noch auf Lager? 2407. Das hört sich ja noch gut an, ne? Krone. Achso, hier oben auf dem letzten Stück wird er dann auf einmal langsamer. Gut zu wissen. Dam, da dam, dam, da dam. So, da müssen wir gleich wieder zurück. Wir müssen hier mal rechts. Und dann wieder links. Ganz schön gewagt, die Strecke. Nichts für schwache Nerven. Wir haben 11.111 Euro. Das ist schon mal eine stolze Summe, ne? Es lohnt sich zwar nicht, für 2407 da nochmal hinzurattern, beziehungsweise lohnt sich auch nicht. Können mal was verkaufen, was sich auch lohnt. Und schmeißen wir das wieder rein. Was bringt noch Geld gut? Weizen bringt nicht wirklich viel. 5.600. Gersten 672. 724 könnten wir zur Mühle fahren. Jetzt müssten wir aber wissen, was davon Gersten ist. Was davon ist Gersten? Wenn ich das wüsste. Dann, also ich weiß, dass da links ist Mais, Raps. Ist das Weizen? Ja, wir gucken einfach mal, was weniger wird, dann wissen wir. Ah. So, was wurde jetzt weniger? Jetzt habe ich nicht drauf geachtet. Sieht aus wie Gersten. So, und wohin sollten wir das bringen? Was habe ich jetzt gesagt gehabt? Zum Hafen, ja? Habe ich Hafen gesagt gehabt? Hafen. Nee, gar nicht. Mühle.
Die Mühle, wo ist die... wo ist die Mühle? Die Mühle, da ist die Mühle bei Feld 25. Bei Feld 25. Feld 25 ist bei Feld 24. Das heißt, wir müssen in diese Richtung fahren, also auf diese Straße da. Und müssen Richtung Feld 24. Dann mal ab. Was ist hier? Brunnen. An Brunnen wie in diesen können Sie Wassertanks auffüllen. Aha. Pumpe ich aber ganz schön lange. Ja, ich habe euch am ersten Let's Play einige Sachen gefragt. Würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr das in den Kommentaren reinschreibt. Da, das große Ding da, das ist die Mühle. Also mich interessiert, lol, ich verliere Geld. Aber way. WHY, GHTY. Warum verliere ich Geld? Warum? Wenn ich ein reicher Mann wäre, dann hätte ich das verstanden, aber so nicht. Das könnt ihr mit wen anders machen, aber nicht mit mir. So. Wenn das jetzt kein Geld macht, ne, dann kacke ich aber im Rohr, Alter. $15.000. Können wir uns davon jetzt was ordentliches kaufen? Das habe ich gesagt, hab, wie teuer ist der... Kipper. Nein. Wir haben nur nicht mal annähernd so viel. 15.000. Und das Problem ist, kuppelst du einmal so einen Kipper an, ne? Da brauchst du schon zwei von diesen, das ordentlich hält. Egal, dann geht's nochmal zum Hof und den Restlichen holen. Eigentlich hatte ich ja noch viel, viel mehr vor mit euch, aber ich glaube, das schaffen wir gar nicht alles. Was hatte ich denn noch vor? Ich wollte doch irgendwas mit euch erkunden. Das ist das Problem, wenn man irgendwas den ganzen Tag fasselt und nicht mehr weiß, was man gefasselt hat. Ich weiß echt nicht, was ich ge... Wow. Das waren... Olli. Ich sage, beim Raps lohnt sich das nicht, aber beim Gersten oder was auch immer ich jetzt hier fahre, fahre ich hin. Weizen, aber von 13.000, der macht das nicht eigentlich auch noch ein bisschen Geld? Okay, bei Weizen warten wir, bis der Tag rum ist. Eigentlich haben wir fünfmal, ne, also nicht Echtzeit, sondern fünfmal. Aber irgendwie dauert das doppelt so lange, habe ich das Gefühl. Wenn nicht, wir schnappen uns gleich, wir bringen gleich den Dings hier nochmal zum Hof hin.
Das würde ich sagen, das machen wir auf jeden Fall noch in der Aufnahme mit rein. Den Flug, den Anhänger hier zum Hof hin und dann den Flug mitnehmen und eben schnell austauschen. Den verkaufen. Den Flug brauche ich so oder so nicht. Bin nicht so ein Typ von Flügen. Eher von Gruben, das macht mir dann doch schon ein bisschen mehr Spaß. Wenn man den ordentlichen Gruber hat. Und dann mal sehen. Jetzt haben wir 17.330. Jetzt bringen wir den noch hier mal schnell eben weg. Dann haben wir auch schon wieder einiges geschafft. Und dann würde ich sagen, war es das bald auch schon wieder. Leider. Obwohl mir das Spiel langsam so an Herzen macht. Weil ich finde das tausendmal besser als das andere. Wenn ich ehrlich bin. So, wir machen hier einmal blub, 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 blub. Obwohl das nicht wirklich gerade realistisch gerade war hier. Aber was soll's. Der Raps, der wächst auch schon langsam nach. Ankuppeln. Ankuppeln. Sieht beides gleich aus. Aha. So, 9. Wir müssen Richtung Stadt. Ab in die Stadt und den Flug verkaufen. Ab in die Stadt und den Flug verkaufen. Da lang. Und da lang. Und zack. So. Ja. Seht ihr? Dafür bekommen wir noch 2570 Euro mehr, weil wir ihn hier hingebracht haben. Heftig, ja? Was man da für ein... So, dann können wir eigentlich gleich... Oh, schon wieder was da runtergeschmissen. Ah, Junge, jetzt habe ich es aber heute Morgen. Ich glaube, ich leide an Verlusten. So, und jetzt können wir uns eigentlich doch einen neuen... Kipper leisten. Oder soll ich mir jetzt schon wieder doch einen neuen... Was soll ich mir holen? Wie teuer ist der nächste? 199.000. Oder ich kaufe mir ein zweites Feld, damit ich ein bisschen schneller Geld mache. Obwohl ich sagen müsste, der Kipper, der wäre doch erstmal besser. Beziehungsweise, warte mal, was wäre, wenn ich jetzt, wo ist denn jetzt die blöden Kipper-Scheiße? Was wäre, wenn ich mir davon einen Kipper hole? Wie viel passt hier rein? 24.200, hier passt nur 21.000, hier passt, nein. Beide.
Und wie, warte mal. Also hier passt 24.200 rein. Und der kostet mehr und kostet... lol. 24.200. Da kann ich genauso auf den hier warten. Warte mal. Der kostet 20. 21. 30. 20. 20. 20. Aber 24.000. Wenn ich jetzt hier noch 100 Euro spare. Kann ich mir auch den hier holen. Da passt noch mehr rein. Und kann ich auch gleich... Dann warte ich noch auf 100 Euro. Profi-Hopper. Mit Mähwerk oder Amazon Profi-Hopper. Ablehnen. Soll ich mal das Gewicht hier verkaufen? Ich brauche ja nur 100. Ich brauche ja nur 100 mehr. Noch nicht mal 100. Reicht schon. ...29.900, das was ich mir holen wollte. Ja. Kaufen. Jetzt habe ich zwar nur noch 100... 100 schießt mich tot. Aber es lohnt sich. Denn wir haben einen größeren Kipper. Finde ich. Was sagt ihr dazu? Den bringen wir jetzt noch zum Hof und dann ist er erstmal gut wieder. Naja, sieht ein bisschen merkwürdig aus, ich weiß. Könnt ihr mal in den Kommentaren schreiben, wie ihr das findet. Würde mich natürlich freuen. So, wir bringen den jetzt noch zum Hof. Meister Yoda ist wieder unterwegs. So. Hier auf den Hof fahren. Wir können schon mal das Weizen einladen, denn irgendwann wird das auch sicherlich gebraucht. Beziehungsweise wäre das so schlau? Nee. Das lassen wir erstmal noch. Wir packen unseren Traktor jetzt hier. Gucken, wie sieht es hier hinten beim Raps aus. Genauso weit wie vorher, würde ich sagen. Okay, das war's dann erstmal wieder von einer neuen Folge Landwirtschaftssimulator 2013. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen begeistern, was ich hier gemacht habe. Wenn nicht, dann schreibt das auch in den Kommentaren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Mein Name ist Minecraft953. Ich sage gut, tschüss, bis dann, Leute. Bye, bye.